Hallo, ich begrüße euch bei einem weiteren Video. Wieder mal das Mannersdorf vom Leitergebirge. Ich stehe jetzt vor einem historischen Gebäude. Ich filme mal hier um die Kurve. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es erkennen. Wichtiger erraten. Das hier ist ein Museum. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, das Stadtmuseum der Gemeinde Mannersdorf. Dieses Stadtmuseum Mannersdorf war in der K&K-Zeit oder auch noch war unter anderem oder war hauptsächlich ein Getreidespeicher. Wie es früher Getreide, wie man den Namen nach unschwer kennen kann, wurde hier Getreide gespeichert. In diesem Gebäude ist jetzt das Mannersdorfer Stadtmuseum untergebracht. Unter anderem im Keller eine Abteilung für Steinmetztechnik und Steinabbau. Dann gibt es im Dachgeschoss oben. Dann gibt es noch Mineralien und Fossilien zu sehen. Und interessante Fundstücke aus nicht nur aus Mannersdorf, sondern aus der großen Umgebung von Mannersdorf. Und ja, also es gibt sehr viele interessante Fundstücke zu sehen in diesem Museum. Den Besuch lohnt sich. Und das kommt dann auch. Ich filme hier in der sogenannten Jägerzelle. Ich weiß zwar nicht mehr genau, warum die Jägerzelle jetzt Jägerzelle heißt, aber ist ja wurscht. Egal. Da kommt der Granater. Und wie gesagt, das ist, ich bin oben in Ungarn, das Mannersdorfer Stadtmuseum. Ich hoffe, dass ein kurzer Beitrag über dieses interessante Gebäude, was hier im Mannersdorf gefällt euch. Viel Spaß beim Anschauen, bei Gerald. Tschüss!